Seit dem 2. November stehen Angehörige vom Zivilschutz im Alterszentrum in Brühl in Aesch im Einsatz. Das Hilfsbegehren steht im Zusammenhang mit einer Quarantäne vom ganzen Altersheim. Wie ist die Stimmung im Alterszentrum? Die Stimmung ist eigentlich gedrückt, ich sage es mal so, durch das wir jetzt ja alle in Quarantäne haben. Und das ist auch der grosse Unterschied vielleicht zum Frühling, wo ja das Haus gegen aussen zu war. Und jetzt sind wir innerhalb des Hauses auch sehr beschränkt. Das heisst, Menschen dürfen nicht mehr einfach so rumlaufen, sondern nur noch geviert rumlaufen. Und das belastet natürlich alle. Ich denke, die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen das vielleicht von daheim, wenn sie selber mal in Quarantäne gesehen sind, wie mühsam das ist, wenn man plötzlich 10 Tage in einem Zimmer muss sitzen muss. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz? Das ist für uns ganz, ganz eine wichtige Unterstützung. Wir haben jetzt angefangen ja mit diesen 3 und jetzt sind wir mittlerweile bei 5 Leuten da. Die Leute sind dazu da, eigentlich zum Helfen. Man muss sich vorstellen, wenn plötzlich 100 Essen auf Zimmer bringen. Das ist eigentlich logistisch fast unmöglich. Wir haben ja gar keine Leute. Die Menschen haben ja vorher alle im Speissaal selber gegessen und jetzt muss man plötzlich servieren auf einem Zimmer. Wir sind nicht einmal ausgerüstet mit Tisch auf dem Zimmer. Das heisst, wir haben alles müssen neu aufbauen. Das heisst, die helfen da. Und der zweite wichtige Punkt ist auch, dass die jetzt auf die Zimmer eben gehen und mit den Leuten sich dann unterhalten oder mit denen Leuten eigentlich rausgehen, gehen spazieren. Und zwar immer einzeln. So, dass die Leute nicht zu den anderen Leuten gehen und keine begegnen. Das heisst, es wird jetzt gefeiert, dann machen wir Spaziergänge. Oder sie dann zusammen einfach dann nur plaudern. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Wie geht das Amt für Gesundheit mit der aktuellen Situation um und was ist der Unterschied zum Frühling? Wir können sicher anders mit der Situation umgehen, aber natürlich sind gewisse Risiken da. Und die Risiken sind in den Alters- und Pflegeheimen, wenn sie steigende Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung haben, dann können sie irgendwann natürlich auch, man nennt dem vulnerable Personen, also verletzliche Personen, nicht im gleichen Maß mehr schützen, sondern sie riskieren dort auch Ansteckungen, Übertragungen und Erkrankungen. Der Unterschied ist, dass man mittlerweile mehr weiß über das Virus, dass die Heime sich vorbereitet haben, dass sie Schutzkonzepte entwickelt haben, übergeordnet mit dem Heimverband Cura Viva Basel-Land, aber auch jedes Haus für sich im Speziellen hat ein eigenes Schutzkonzept entwickelt. Und wir haben eine andere Situation beim Material. Sie mögen sich vielleicht erinnern, im Frühjahr haben wir keine Hygienemasken gehabt, wie wir sie jetzt zur Verfügung haben, oder wir haben nur sehr schwer an das Material kommen können. Mittlerweile sind die Vorratshaltungen aufgestockt, das Material ist da. Sie haben genügend Schutzmaterial und Desinfektionsmittel. Also ich denke, was wir jetzt sehen, und das sind auch die Lehrer daraus, sind wirklich vorsichtig, noch vorsichtiger. Wir haben jetzt so viele Fälle draußen. Und ich glaube, alle, die das nur ignorieren, das ist halt sehr schwierig. Das heisst, Handwaschen, Masken anziehen und Abstand halten. Und das Schwierigste, stellen wir so ein bisschen fest, ist jetzt gesehen, der Abstand halten. Also ich denke, man kann mit alten Menschen rausgehen, aber es betrifft übrigens nicht nur alte Menschen, sondern junge genau gleich. An der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember wird über die Umsetzung des Projekts DOM abgestimmt. Dazu gibt es 3 weitere Ausstellungstermine im Verwaltungsgebäude an der Hauptstrasse 25 in Aesch. Der Verein Attraktives Aesch hat dieses Jahr eine traurige Nachricht. Wir haben den Weihnachtsmarkt müssen absagen, aus verschiedenen Gründen. Die wichtigsten Gründe sind eigentlich, der Bund hat ganz klare Vorgaben gemacht. Einerseits, dass man weniger Leute zusammenkommen. Und der ganz wichtige Grund für uns ist, wir können es nicht halten, wenn die Leute absitzen müssen, wenn sie etwas essen und etwas trinken. Das geht einfach nicht. Wir hätten uns auch gewünscht, ein bisschen Normalität in die Zeit zu bringen von Corona. Und wir haben es auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern gehört, dass sie sich darauf gefreut hätten.
Und wir haben uns dann auch deswegen für ein wirklich gutes Schutzkonzept entschieden und ausgearbeitet, auch mit den ausgewählten Marktspezialisten. Und wie es der Andreas schon gesagt hat, wir haben es vorher müssen anpassen. Und dann am Ende sind wir wirklich gescheitert an dem, dass die Leute eben nicht hinsitzen können während dem Essen. Für das haben wir hier schlicht keinen Platz. Und wir hoffen sehr aufs nächste Jahr, dass wir wieder die Normalität zurückgewinnen und wir alle uns wieder treffen am Weihnachtsmarkt 2021.